willkommen zu einer neuen Ausgabe Tore Tritte Tralala. Leander Goralski von Düsseldorfs U23 befördert Bonn-Cedric Mwondo geschmeidig auf die Tribüne. Logisch, dass das Mwondos Teamkollegen so gar nicht gefällt. Ebenfalls in der Sportart verirrt hat sich Jesse Garon Sirk vom FSV Frankfurt. Griechisch-römische Ringereinlage gegen Waldorfs Minus Guras. In Unterzahl verliert der FSV am Ende mit 0:1. Aber genug getreten, wir kommen zur schönsten Geschichte des Wochenendes. In seinem ersten Heimspiel nach seinem Sieg über den Krebs erzielt Oberhausens Alexander Schelen auch noch in der letzten Minute den Siegtreffer gegen Wuppertal. Natürlich jubeln wir da auch mit Schelen und RWO. Apropos Last-Minute-Tor in der Regio West. Wiedenbrücks Patrick Schikowski sorgt mit seinem Treffer kurz vor Schluss für 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Gegner Rödinghausen verpasst damit den Anschluss nach ganz oben in der Tabelle. Wir bleiben bei starken Szenen und dieser Monsterparade von Ennepetals Marvin Voisthoff gegen Hans-Joel Grodowski bringt am Ende aber nichts. Die Hammer-Spielvereinigung gewinnt 3:2. Auch wegen Abwehrpatzer wie diesem setzte sich Hamm am Ende durch. Der gerade noch glücklose Grodowski dribbelt sich fein in die Mitte. Den Pass hätte der Ennepetaler Abwehrmann dann aber durchaus klären dürfen. Konsequenter verteidigen können hätte auch die Hintermannschaft des 1. FCK in Marienburg bei der SG Wattenscheid 09. Immerhin ziemlich feine Klinge da vom Team des sportlichen Leiters Peter Neururer. Wattenscheid siegt am Ende 3:1 und rückt wieder an die Nicht-Abstiegsplätze heran. Zum Abschluss hätten wir dann noch eine Empfehlung an Hüb Stevens und seine Schalker. Gegen Sprockhövel zaubert die U23 der Königsblauen nämlich mächtig auf. Philipp Fontaine mit dem No-Look-Pass, Finn Heiserhold netzt trocken ein. Schalke 2 gewinnt standesgemäß mit 0:4. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu Tore, Tritte, Tralala. Macht's gut!